Wissen Sie als Möbelhausbesitzer, wie viel Prozent Ihrer Besucher eigentlich nachher Möbel kaufen? Wissen Sie, wie viel Besucherpartien Sie brauchen, um 10.000 Euro Umsatz zu machen? Wenn Sie Möbelverkäufer sind, wissen Sie, wie viele Kontakte Sie machen müssen, um 10.000 Euro zu verkaufen? Die meisten Möbelhändler und Möbelverkäufer haben diese Statistik nicht. Ich sage Ihnen, ein normales, gut geführtes mittelständisches Haus schließt ungefähr 10% aller Besucher ab. Das heißt, nur 10% aller Leute, die reinlaufen, laufen hinten als glückliche Kunden wieder raus. Und die anderen, die laufen raus und sagen, bei Möbel sowieso gibt's nichts und machen also noch negative Publicity. Sie haben 6% ihres Umsatzes für Werbung ausgegeben, um die Leute ins Haus zu holen. Und was sie kriegen ist, 90% machen für sie schlechte Publicity. Das ist fatal. Diese Leute, die rausgehen, nachdem sie durchgelaufen sind, nichts gefunden haben, falsch angesprochen wurden, das sind die Totengräber des mittelständischen Möbelhandels. Denn die sagen zu Hause, geh lieber gleich zur Großfläche oder zu IKEA. Jetzt denken sich aber vielleicht, naja, die Leute gehen halt raus, meine Verkäufer fassen bestimmt nach, rufen denen hinterher oder die kommen von selber wieder. Das ist Quatsch. Es kommen maximal 20% aller Leute, die nach dem Erstgespräch rausgehen, wenn die Ware und der Preis klar ist, kommen wieder. Warum ist das so? Sie laufen durch mehrere Möbelhäuser, der normale Kunde, und außerdem schnappt sich die meisten Wiederkommer die lange Bank. Die Leute kaufen erstmal gar nichts, weil sie verwirrt sind von dem ganzen Prozess. Also, nur 20% kommt wieder. Möbelverkäufer fassen auch nicht nach. Warum nicht? Weil sie aus Nachlässigkeit oder falscher Angst meistens die Telefonnummer nicht erfragt haben. Dafür gibt es einen Prozess, der funktioniert auch. Man muss es nur machen. Wir haben auch festgestellt, dass die meisten Verkäufer nach einem Gespräch, was nicht zum Abschluss geführt hat, noch nicht mal den Namen wissen. Das heißt, der Kunde geht raus, für den sie wertvolles Geld ausgegeben haben, um ihn reinzuholen. Und sie haben nichts davon, außer negativer Publicity.